Hallo, ihr lieben Leute. Ich bin's wieder, Felicity Fox. Hallo. Als nächstes hier auf unserer Bühne wieder zwei meiner allerbesten Freunde. Ich bin Petta Peacock. Und das ist mein Gesangspartner Flap. Wir arbeiten gerade an einem Duett. Zusammen zu singen ist nämlich das, was wir am liebsten tun. Wisst ihr, es macht uns zu stolzen Pfauen. Hab ich recht, Flap? Übrigens ist Petta auch ein echter Modefan. Wow. Oh, was für eine wunderschöne Feder. Und außerdem kannst du sie dir ins Haar stecken. Für besonders viel Eleganz. Oh, umwerfend. Petta und Flap sind unsere neuesten Freunde hier in Wunderwald. Wir sind aus Dschungelwald gekommen. Das ist am Rand von Immergrün. Ja, dort, wo es schön und warm ist. Ja! Und weil wir so gern für andere da sind, haben wir dafür gesorgt, dass Petta und Flap sich bei uns sofort wie zu Hause fühlen. Wir werden gut auf euch aufpassen. Ihr werdet keine Feder rühren müssen. Obwohl Flap zuerst noch etwas ängstlich war, konnten wir ihn schließlich doch überzeugen. Es macht uns sehr stolz, euch unsere Freunde nennen zu dürfen. Nein, nicht einfach nur Freunde. Familie. Wir sind überglücklich, dass Petta und Flap hier bei uns bleiben. Und ob sie singen oder sich schick machen, eines ist ganz sicher. Sie passen einfach zu uns und wir werden immer zusammenhalten. Ich sag ja immer, Lachen mit deinen Freunden ist wie Musik für die Ohren. Vorbereitungen für das große Blütenfest. Hallo, liebe Freunde. Hier ist Felicity Fox. Heute freue ich mich ganz besonders. Ratet mal, was wir in Wunderwald machen. Wir kaufen ein und schmücken alles für das große Blütenfest. Das große Blütenfest? Was ist das? Bloß die größte und wichtigste Feier in Wunderwald. In 3 Tagen feiert das ganze Dorf den ersten Tag des Frühlings. Es könnte lustig werden. Ja, warum nicht? Aber bevor wir feiern, müssen wir dekorieren. Ist es das erste Mal, dass du das große Blütenfest feierst? Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie es wird. Mit diesen fabelhaften Federn wirst du der Feier sicherlich jede Menge Glanz verleihen. Du bist eine wandelnde Dekoration. Also gut, im Gang 1 steht Partyzubehör, im Gang 2 Partydekoration und im Gang 3 Partyessen. Oh. Das wär's dann. Partyessen, Partydekoration, noch mehr Partyessen, Partystoffe, Partyessen, Partyfarbe, Partyessen, Partylichter und mal sehen, noch mehr Partyessen. Oh. Das sollte reichen. Du hast so ein Glück, dass du zur magischsten Zeit des Jahres in unserem Wald gelandet bist. Wir sind dafür verantwortlich, Tischdekoration aus Blumen zu basteln. Die sind großartig. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Wir machen Dekotücher. Was ist das? Mit diesem Stoff schmücken wir den Pavillon und die Bühne. Wir malen die Streifen grün an, denn das ist die Farbe des Frühlings. Und? Was sagst du dazu? Ich liebe es! Ja! Das große Blütenfest. Hallo ihr da draußen, hier ist Felicity Fox und heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute beginnt der Countdown zum großen Blütenfest. Das große Blütenfest? Was ist das? Das ist der schönste Tag des Jahres und für unsere neuen Freunde Petta und Flap ist es sogar das allererste große Blütenfest. In Dschungelwald feiern wir das große Blütenfest nicht. Ich bin schon ganz gespannt, wie es wird. Wieso feiert ihr beide nicht das große Blütenfest mit uns gemeinsam? Ich würde sagen, wir haben etwas Spaß verdient. Ja! Toll! Wir würden sehr gern das große Blütenfest mit euch allen feiern. Kommt mit, ihr beiden. Wir Enchantimals feiern das große Blütenfest jedes Jahr am ersten Frühlingstag. Wir Pfauen lieben nämlich gute Partys. Wir schmücken das Dorf, singen und tanzen und essen gemeinsam mit unseren Freunden. Dieses Jahr ist es noch toller als sonst. Denn Petta und Flap haben beschlossen, für immer bei uns in Wunderwald zu bleiben. Und ich wollen uns bei euch allen bedanken. Von ganzem Herzen.
Ihr wart so aufmerksam. Und allem voran wart ihr auch noch so unheimlich fürsorglich. Was sollen wir sagen? Für andere zu sorgen ist sehr wichtig für uns. Es macht uns sehr stolz, euch unsere Freunde nennen zu dürfen. Nein, nicht einfach nur Freunde. Familie. Jetzt kommen unsere Tierfreunde mit dem Tanz zum großen Blütenfest. Oh, das war das schönste und größte Blütenfest aller Zeiten. Wir können das nächste Jahr kaum erwarten. Und wir können es auch kaum erwarten, dass ihr wieder mit dabei seid. Zeit zum Spielen mit den Enchantimals. Hallo ihr Lieben, ich bin's, Felicity Fox. Bei uns Enchantimals geht es darum, füreinander da zu sein, um Freundschaft und um Spaß. Yay! Und deshalb ist das Spielen ein großer Teil unseres Lebens in Wunderwald. Und eines unserer allerliebsten Lieblingsspiele ist das Versteckenspielen. Hab dich! Hilfst du mir, die anderen zu suchen? Lieben Häschen Möhren? Ich glaube, Sages Versteck ist in der Nähe. Ja, ich kann ihren Duft schon riechen. Sie müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Reingelegt. Ja, der süße Duft eines gelungenen Scherzes. Wir nutzen auch alltägliche Momente, um sie in ein Spiel zu verwandeln. Wie zum Beispiel, wenn wir das Marienkäferspiel spielen. Streckt bitte eure Hände aus. Jetzt zählt ihr die Marienkäfer. Wer von uns die meisten hat, gewinnt. 3, 6, 4. Ich hab gewonnen. Wir haben in Wunderwald immer unendlich viel Spaß. Ganz besonders, wenn es um Eiscreme geht. Was kann ich denn Schönes für euch tun? Unsere besondere Geschmacksrichtung heute? Karottenkuchen. Alles bloß nicht das. Überrasch uns einfach. Aber klar doch. Danke. Himbeere. Schmecke ich da etwa Senfkörner raus? Die essen wir am liebsten. Ich kenne keinen Vogel, der widerstehen kann. In Wunderwald wird uns niemals langweilig. Ob wir nun einem Freund helfen oder ein Spiel spielen, wir haben immer Spaß. Kitzelknuddeln! Yeah! Was der Plapperbach aufdeckte. Hallo Leute, ich bin's, Felicity Fox. Und das hier ist Immergrün. Und das dort? Das ist der Plapperbach. Er schlängelt sich durchs ganze Land. Der Plapperbach steckt immer voller Wunder. Ich schätze, wenn er durch das ganze Land fließt, sieht er viele Dinge. Und wenn die Zeit dafür gekommen ist, kann er dir viele Dinge zeigen. Er ist die allwissende Verbindung von ganz Immergrün. Felicity hat die Fähigkeit, mit ihm zu kommunizieren. Ganz genau. Und das kam uns wirklich gelegen, als Flap plötzlich verschwunden war. Flap ist verschwunden. Wir helfen dir, ihn zu finden. Hoffentlich kann der Plapperbach uns helfen. Kannst du ein vierblättriges Kleeblatt finden, Flick? Aber natürlich! Drei Blätter! Ah, ich hab eins! Danke! Was kannst du uns über Flap verraten? Vielen Dank, Plapperbach. Deine Visionen bringen mich auf eine Idee. Ich denke, ich weiß, wo Flap sein könnte. Wir finden dich! Wie schön, euch hier zu treffen. Habt ihr Flap gefunden? Noch nicht. Aber ich denke, dass er ganz in der Nähe ist. Ich auch. Ich sowieso. Und ich erst. Seht mal. Flap! Pada! Oh, Flap! Ich bin so froh, dass wir dich gefunden haben. Der Plapperbach hat uns gezeigt, wo Flap war. Er hat uns geholfen, ihn wiederzufinden. Seht ihr? Auf die Natur Acht zu geben und auf sie zu hören, ist so wichtig. Naja, und etwas Zauber kann auch nicht schaden. Singen und tanzen mit unseren besten Tierfreunden. Hi Leute, hier ist die einzigartige Felicity Fox. Ihr wisst, dass uns Zusammenhalt alles bedeutet. Aber wusstet ihr auch, dass wir wahnsinnig gern singen und tanzen? Das ist wahr, seht doch nur! Unsere Tierfreunde werden heute Abend einen Tanz aufführen. Hey!
Wie wär's mit einer Kostprobe für unsere neuen Freunde? Ja! Sie nennen es das Hasenhoppeln und du wirst nie erraten, wer auf die Idee gekommen ist. Wow! Oh, das war fantastisch! Das war super! Flap tanzt für sein Leben gern. Ich glaube ja, Flap hat zwei linke Schnäbel. Ich meine Füße. Beim Singen und Tanzen sind wir sehr kreativ. Dann spüren wir die Verbundenheit mit unseren besten Freunden noch viel stärker. Mein Gesang bringt ihn immer zum Lachen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Wisst ihr, es macht uns zu stolzen Pfauen. Hab ich recht, Flap? Mein Gesang bringt ihn immer zum Lachen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Käfer, ihr kommt genau richtig. Los, macht mit. Sieh dir das an. Tada, mein neues Akkordeon. Ich lerne im Moment zwar noch, aber ich glaube, ich habe langsam den Bogen raus. Und keine Sorge, wo das herkommt, da gibt's noch sehr viel mehr.